Daddy, right? You mind if I borrow Mommy for a little bit? Why don't you stand there? Do something! Ethan, help! Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der verstörendsten Videospiele. But how can you say that it's this town that's insane? Perhaps it's we who are insane. Both of us. Hopelessly insane. In dieser Liste sehen wir uns Spiele an, deren Thema uns unter die Haut ging und sie zum Kribbeln brachte. Da wir über allgemeine Handlungsstränge sprechen werden, gilt eine Spoilerwarnung. Welche von diesen Spielen hat dich am meisten zermürbt? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Why would I tell you anything? Because I can make it quick. Or I can make it so much worse. Platz 10. Scorn. Während die meisten Spieler der Meinung waren, dass die Kämpfe in Scorn nicht ganz auf der Höhe der Zeit waren, haben die Entwickler alles daran gesetzt, die Grafik unglaublich stark zu gestalten. Auf einem fremden Planeten ist man gezwungen, sich durch eine verdrehte Anlage zu bewegen, die zu gleichen Teilen aus Maschinen und Fleisch besteht. Während man versucht, sich in der Welt des Spiels zurechtzufinden, werden die Augen Mühe haben, all die hässlichen Details zu erfassen. Es ist nicht so, dass man wegschauen könnte. Jede Struktur und jede Kreatur ist eine grausame Verschmelzung. Da hilft es auch nicht, dass jede Aktion von einem ekelhaften Sounddesign begleitet wird. Alles ist so schleimig und fleischig und das sind keine Adjektive, die wir gerne verwenden, um einen Ort zu beschreiben, an dem wir gefangen sind. Platz 9. The Binding of Isaac Rebirth. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Die Originalversion dieses modernen Indie-Klassikers ist sicherlich verstörend, aber Rebirth ist die endgültige verstörende Erfahrung. Allein die Prämisse reicht aus, um ein ungutes Gefühl zu erzeugen. Basierend auf der biblischen Geschichte steuern die Spieler den unglücklichen Isaac auf der Flucht vor seiner Mutter, die ihn opfern will. Just as his mother burst through his door and threw himself down. Into the unknown depths. In einer Mischung aus Zelda-Stil und Roguelike-Struktur muss man sich durch ein unterirdisches Verlies kämpfen, das mit einigen der unheimlichsten 2D-Feinde der Spielewelt gefüllt ist. Und zu Beginn des Spiels besteht deine einzige Verteidigung darin, die Feinde mit Isaacs Tränen zu erschießen. Armes Kind. So verstörend es auch ist, hat das die Spieler nicht davon abgehalten, in Scharen zu kommen und The Binding of Isaac zu einem der erfolgreichsten Indie-Titel zu machen. Isaac! Platz 8. Doki Doki Literature Club. Diese Dating-Simulation lässt dich glauben, du würdest süße Anime-Mädchen umwerben. In Wirklichkeit wird man in ein falsches Gefühl der Ruhe gelockt, bevor man mit traumatisierenden Bildern konfrontiert wird. Nachdem man einem Buchclub, der nach der Schule stattfindet, beigetreten ist, verbringt man Zeit mit jedem der Mitglieder. Auf halbem Weg durch das Spiel nimmt sich einer von ihnen das Leben und du entdeckst die Leiche. Das ist eine ganz schöne Wendung. Ebenso wie die Tatsache, dass das Spiel dann mit dem Fehlen dieser Figur von vorne beginnt. Seltsame Pannen und unleserliche Text sind an der Tagesordnung, bis sich ein weiteres Mädchen vor deinen Augen ersticht. Wie du herausfindest, ist Monika empfindungsfähig geworden und verändert und löscht die anderen, bis nur noch du und sie übrig sind. Platz 7. Dead Space. Are you ready to ascend, Mr. Temple? Of course you are. Have no fear. You will play your part soon enough.
Horrorspiele wollen uns normalerweise beunruhigen, aber das bedeutet, dass es schwierig sein kann, aus dem Meer des Ekels herauszustechen, nicht aber für Dead Space. Entwickler Visceral Games wusste, wie wichtig ein einzigartiges Feinddesign ist und hat die Necromorphs sowohl in ihrem Aussehen als auch in der Art und Weise, wie man sie bekämpft, furchterregend gestaltet. Hinter jeder Ecke wartet eine schreckliche Monstrosität darauf, deine Eingeweide zu entfernen. And now it's time for us to take the voyage together. Transcend death. Future take its course. Join me as I gaze upon the face of God. Ihre nervenaufreibenden Bewegungen und ihr wütender Anblick machen es schwer, ruhig zu bleiben, während man versucht, sie loszuwerden. Da jeder Raum und jeder Gang des Ishimura in Schatten getaucht ist, ist es die perfekte Umgebung, um dich jederzeit in Angst und Schrecken zu versetzen. Außerdem wurde das Spiel mit dem Remake von 2023 nur noch verstörender. It's a shame. I was starting to like you. Even if you are insane. What? You don't believe me? Take a look at yourself. Better yet, take a look at the video from Nicole. And this time, watch it right to the end. Platz 6, The Last of Us Part 2. Your breathing spores. You're her. Viele Spiele erforschen die verstörenden Schrecken der Untoten, die versuchen, dich zu fressen. Aber bei The Last of Us Part 2 waren es unsere Begegnungen mit den Lebenden, die wirklich verstörend waren. Didn't think I'd ever see you again. How'd you find us? I asked about a dude with a scar across his face. Im Original gab es zwar viele Bösewichte, aber die in Teil 2 haben sie in den Schatten gestellt. Noch wichtiger ist, dass das Spiel uns auch eine ziemlich abscheuliche Taten begehen ließ. Von Abby, die Joel zur Strecke bringt, über Ellie, die die schwangere Mel tötet, bis hin zu dem verdrehten Grund, warum Lev aus der Seraphite-Gemeinschaft geflohen ist. Die postapokalyptische Höllenlandschaft bringt das Schlimmste in der Menschheit zum Vorschein. Unabhängig davon, wie man über das Endprodukt denkt, wollte Naughty Dog zeigen, wie giftig und zerstörerisch Rache sein kann. Und das ist ihnen gelungen. Oh mein Gott. Platz 5. Resident Evil 7 Biohazard. Oh, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted. Die Resident Evil-Reihe von Capcom versetzt die Spieler seit 1996 in Angst und Schrecken. Nach einer kurzen Qualitätspause meldete sich die Hauptserie mit einem siebten Teil zurück. Die Handlung wurde verkleinert und folgte dem neuen Protagonisten Ethan, der in einem heruntergekommenen Anwesen nach seiner verschwundenen Frau sucht. Dad, right? You mind if I borrow mommy for a little bit? Why don't you stand there? Do something! Ethan, help! In Kombination mit der neuen Ich-Perspektive und einem ausgeprägten Gefühl der Hilflosigkeit wirkte dieser kleine Ansatz Wunder. Alles fühlte sich persönlicher an, aber auch klaustrophobischer. Während sie uns durch enge, schwach beleuchtete Räume jagten, fühlte sich die Baker-Familie furchteinflößender an als die meisten Monster, mit denen wir es bisher zu tun hatten. Es gab nicht nur Nervenkitzel, sondern auch ekelerregende Momente, die uns noch mehr aus der Fassung brachten. Platz 4. I have no mouth and I must scream. Which of you five would like to play my little game? Basierend auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Harlan Ellison hat I Have No Mouth and I Must Scream vielleicht nicht die starken Bilder moderner Spiele, aber was es dort vermissen lässt, macht es mit einer der entmutigendsten Handlungen in der Spielewelt wieder wett. Das Spiel handelt in einer fernen Zukunft und folgt den letzten 5 Menschen auf der Erde, die von einer aus dem Gleichgewicht geratenen KI gefangen gehalten werden. It was you, humans, who programmed me, who gave me birth. Who sank me in this eternal straitjacket of substrata rock? Sie haben das letzte Jahrhundert damit verbracht, gefoltert und gezwungen zu werden, sich durch ihre eigenen persönlichen Höllen zu bewegen. Unnötig zu sagen, dass diese Menschen ziemlich machtlos sind. Das gilt auch für den Spieler, der sich in schrecklichen Szenarien, von denen einige für die Veröffentlichung in bestimmten Ländern zensiert werden mussten, besonders schwierigen moralischen Entscheidungen stellen muss. Your companion has failed.
Choose another to send into cyberspace. Platz 3. Outlast. Wie bei Dead Space ist die Beleuchtung in Outlast fast nicht vorhanden, aber wenigstens kann man sich in Dead Space gegen seine Angreifer zur Wehr setzen. Der Spieler steuert einen Enthüllungsjournalisten, der in eine Nervenheilanstalt einbricht, nachdem er einen Hinweis auf unmenschliche Behandlung erhalten hat. Als solcher hat man keine Möglichkeit, sich gegen die Patienten zu wehren, die die Anstalt überrannt haben. Alles, was man hat, ist eine Videokamera, mit der man dokumentieren kann, was man sieht, und ein Nachtsichtgerät, mit dem man sich in dunkleren Bereichen zurechtfindet. Nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. Überall um dich herum gibt es verstümmelte Leichen, beunruhigendes Geflüster und bestimmte mordlustige Patienten, die dich durch die Flure der Anstalt jagen werden. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, lauert in den Tiefen auch noch eine okkulte Bedrohung. Platz 2, Silent Hill 2. Excuse me, I'm sorry. It's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Nach der hervorragenden Grundlage des Originalspiels raubte Silent Hill 2 der Horrorgemeinschaft den Atem, als es 2001 auf den Markt kam. Konami nutzte die technischen Möglichkeiten der 6. Konsolengeneration voll aus und veröffentlichte das Spiel, das viele immer noch für den besten Teil der Serie halten. In der Rolle von James Sunderland durchquert der Spieler die Geisterstadt, nachdem er einen Brief von seiner toten Frau erhalten hat. Leider erwartet ihn dort nur Verzweiflung. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Das für die Serie typische, furchterregende Kreaturendesign kommt voll zur Geltung, insbesondere bei der Zukunftsikone Pyramid Head. Die Handlung bewegt sich auf deprimierendem und oft demoralisierendem Terrain, da James' Vergangenheit exhumiert und untersucht wird. Die greifbare Atmosphäre des Spiels verstärkt jede verstörende Begegnung und jeden erschütternden Moment. But how can you say that it's this town that's insane? Perhaps it's we who are insane. Both of us, hopelessly insane. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Phantasmagoria, abscheuliche Handlungen, die durch den Einsatz von FMV noch verstörender werden. Evil is watching you. Look for friends. Inside. Ein kleiner Junge wird gejagt, während er sich durch eine feindliche Landschaft bewegt. Hatred. Im Grunde genommen Amoklauf, das Videospiel. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1, Manhunt 2. Nice. I killed him. I feel sick. Mit seinem Schwerpunkt auf Hinrichtungen sorgte Manhunt von 2003 für viel Aufsehen, doch Rockstar hat sich bei der Fortsetzung mehr Mühe gegeben und ist mutiger geworden. Da es um einen entlaufenen Geisteskranken geht, dessen Verbündeter ein Auftragskiller ist, kann man sich wahrscheinlich denken, mit welchen Aktionen die Leute nicht einverstanden waren. Die Grafik und die Spielmechanik sind in der Fortsetzung natürlich besser, die den gleichen Schwerpunkt auf Schleichexekutionen mit 3 verschiedenen Gewaltstufen hat. Go on! Egal, ob du ein Messer, eine Brechstange, Stacheldraht oder sogar eine Toilette benutzt hast, jeder Feind fand ein böses Ende. Natürlich führt Kontroverse zu Zensur und Rockstar musste erhebliche Änderungen vornehmen, um eine Einstufung als Adults Only in den USA zu vermeiden. Das hat allerdings nicht verhindert, dass das Spiel anderswo verboten wurde. Stop
Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.